ist denn da? Haben wir Wetterwechsel jetzt hier? Oder es gibt was? Tatsächlich Wetterwechsel, ja. Das ist echt geil. Und bei Regen ist, sind die Viecher aggressiver, bei Regen und Gewitter. Oh. Meine ich noch im Kopf zu haben. Also irgendwas war da. Kann ich einen Regentanz aufführen, damit er aufhört oder so? Einen Regentanz? Oh, kannst du es versuchen. Oh Mann, oh Mann. So, wir gucken kurz nach, wie der Turm ist. Der wird er wahrscheinlich nicht wissen. Der Turm Ist, der kann hier, glaube ich, noch gar nicht drauf sein. Wahrscheinlich nicht, der ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg, wa? Cemetery Building, warte mal. Ist ja wurscht, finden wir noch. Also der ist, glaube ich, hinter der Bücherei. Ich glaube, der traut sich hier nicht rein, der hat ein bisschen was auf dem Kerbholz. Ich. Er tanzt auf jeden Fall. Er macht den Regentanz. Er macht den Regentanz. Oh Gott. Ach, du meine Güte. Frank? Den finde ich aber ganz cool, der Angriff, weil es so ein bisschen animalisch ist. Ja, der ist so ein bisschen wolfsartig. Ja. Das stimmt. Obwohl die, wenn die in der Gruppe sind, dann sind die teilweise echt ernsthafte Gegner. Ach, ich finde die aber momentan als einzelne Person leichter als ja. Die Frauen. Bin ich jetzt verletzt? Ich sehe es wieder nicht. Ja, du bist. Das siehst du mal beim Laufen. Okay. Wenn er normal läuft, dann ist er heile und wenn er verletzt so humpelt oder sich den Arm so hält, dann. Na gut, wir gucken jetzt mal weiter. Ich habe jetzt eigentlich wieder die falsche Richtung eingeschlagen. Nee, aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Links lang. Ja, ich muss wahrscheinlich so außen rum. Wieso? Links lang. Ist doch richtig. Du bist doch. Ja, ich hätte jetzt auch direkt drauf zulaufen können, meine ich jetzt. Das kenne ich aber auch hier noch. Ja. Ja, du warst ja auch schon fast richtig hier. Wurdest du von drei netten Damen belagert. Ach so. Guck auf die Karte, da wo das Freizeichen ist. Bring ich da direkt. Da rum. Die Straße hoch. Muss ich umdrehen, du. Ne, hab ich doch gerade gesagt, links hoch. Mein. Alles gut. Aber die Orte, wo die Gegner sind, werden nicht gespeichert jetzt. Ja, also sind jetzt nicht immer noch hier. Nee. Die bewegen sich ja. Irgendwo sind die schon. Besser. Die sind schon irgendwo, aber die sind ja jetzt nicht auf dich fixiert. Das heißt, die haben sich bestimmt schon längst aufgeteilt. Nämlich so. Arbeitsteilung. Da ist doch nichts. Hier links. So. Doch, da links. Da. Da bin ich vorhin doch schon dran vorbeigelaufen, dachte hier, ich. Und hier kam rein, aber nicht hier rein. Da in den Garten. Und dann hinten rein in den Hinterhof. Nein. Alles so, wie es sein soll. Wenn du das sagst, geh ich da jetzt rein. Geh rein. Sachen gibt's. Ha! Der ist dir wohl gefolgt? Ja, ich hab von mir reingebissen. Ach, blödes Arsch. Oh, Gott. Oh. Lass mich mal! Nein! Falsch ist fixiert! Eieiei. Aber zumindest ist der schon. Ist der jetzt schon flach am Boden. Komm her. Oh, Mann. Oh. Oh, beide am Boden. Stehen die wieder auf? Die stehen auch wieder auf, ja. Deswegen muss man die noch killen am Boden, okay. War es in Silent Hill 1 eigentlich genauso, dass sie wieder aufstehen konnten, wenn sie sich gekillt hat? Nee, aber das Radiogeräusch ging weiter. Genau. Meine Güte. Aber was ist denn jetzt hier? Hier muss irgendwo ein Haken liegen. So, sieht aus wie so eine Stange mit einem Haken dran, ne? Und damit kannst du die Leiter runterziehen. Wenn ich mich recht entsinne. Ist das so ein Ding? Ja, da ist er. Na ja, kannst du die Leiter oben runterziehen. Ach, die ist mir nicht aufgefallen.
Well done. Na gut, aber als Waffe eignet sich das bestimmt nicht so gut. Nö, eher weniger. Dann nehme ich... Fliegt aber gut. Mal dann Axt wieder mit. Wie fliegt gut? Guck mal. Als Speer. Ja, als super. Wurfspeer. Als Wurfspeer, ja. Na gut. Dunking. Du merkst, ich laufe momentan ohne Taschenlampe durch die Gegend, weil ich hoffe, dadurch nicht die Aufmerksamkeit der Gegend auf mich zu ziehen. Okay. Weil ich gehe davon aus, dass die wirklich auf das Licht auch reagieren. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. An dieser Typ da vorhin, der hat mich dann einfach nicht mehr beachtet. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Genau. Aber auch eine wackelige Angelegenheit. Ich muss da rein, ich muss mal. Okay, jetzt sind wir hier drin. Was, ich wollte gerade sagen, da ist doch noch was drin, ein Hackebeil. Ja, Hackebeil finden. Ich bleib mal bei der Axt, weil die ist ja auch metallisch. Okay. Ah, okay, gut, gut, ja, dachte schon. Jetzt speichert er nämlich erstmal dort ab. Um Schutz vor den Regen zu suchen. Also man kann auch abwarten, bis der Regen weg ist. Ja, ne? Genau, richtig. Ist ja schon sehr Survival-mäßig, sehr Open-World-mäßig. Das ist natürlich nicht so Sandbox-mäßig, aber man kann sich da frei bewegen in der Stadt. Das hat schon ein bisschen was von Dead Rising, ehrlich gesagt. So ein kleines bisschen. Ja. In ganz abgewandter Variante. Na gut, ist ja klar. Wenn ich davor aber den Homecoming mir angucke, der war doch da mehr linear und hatte ja auch nicht so viel storytechnisch zu geben, fand ich zumindest. Mal ganz kurz gucken, was ich dabei habe noch. Den Sonnenaufgang verzweifeln. So, ich hätte jetzt eigentlich auch noch nach unten gehen können, habe ich gesehen. Nee, das ist das trügt das Bild. Das geht nicht. Aber machen die Radios noch irgendwas? Weisen die mich darauf hin, wenn Feinde kommen? Ich glaube ja. Machen die es noch in den Vorgängern? Weil im ersten und zweiten Teil war das ja das Wichtigste eigentlich. Genau, da hast du es ja, das ja an der Hosentasche dran, das Ding. Aber die Frage ist, gibt es in den anderen Teilen auch noch? In The Room zum Beispiel? The Room macht es, glaube ich, nicht so. Also da gibt es zwar Radios, aber ich glaube auch nicht zum Mitnehmen. Ach du meine Güte, das ist echt ein Riesengebäude jetzt hier. Ja, hier ist auch eine Nebenquest drin, die kannst du machen, musst du aber nicht. Ich bin jetzt nochmal auf der Etage, wie man sieht. Ich gewöhne mich ja langsam an diese Türen, die ganz dramatisch zufallen. Ja. Man weiß dann immer, wenn man sich in gewisse Entfernungen begibt. Oh, sehr schön. Also ich dachte, da geht das nach oder so. Wenn ich auspacke. Nö. Kannst du, glaube ich, im Inventar machen. Nee, das macht er, glaube ich, automatisch. Ja, ist schon abgeladen. Nachladen. Nee, kannst du aufdrücken. Da sind noch 4-7 drin. Genau, nachladen. Jetzt sind 7-7 drin. Achso. Na gut. Oh, wow. Was ist das für ein Liebestempel? Das ist diese Quest hier, die musst du dann zusammen friemeln. Wir machen immer nur die oberste Schublade auf. Was hat er eben so gequietscht? Was ist das für ein... Ich schwören kann, ich habe was gehört. Was ist das denn für ein Ort hier? Nee, jetzt ehrlich mal. Hört mir. Hörst du jetzt mal? Ich höre doch hier was, oder bin ich blöd? Ja, das ist, du hörst schon richtig. Quietsch, quietsche. Ist hier wieder ein Poltergeist drin? Nee. Das ist eine Tür.
Die ist hinter diesem Schrank. Die nicht bei Indiana Jones. Hey, komm da drauf. Unterm Teppich? Ich habe ja bisher kein... 1, 3, 9. Dreieck. Hier, da kann ich nicht gucken. Der Teppich. Der ist schön. Das ist ein Schalter, kann es sein? Von Hand gewoben. Nein. Auch nicht. Weil der klickert immer. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Warte noch eine Sekunde, okay? Okay. Man kann das ja schneiden, wenn ich hier so Ewigkeiten lang in der Gegend rum. Das ist alles gut. Weil Dover. Also ich hätte im Normalfall den Raum schon längst verlassen, das muss ich ehrlich zugeben. Ich wäre schon längst draußen, wenn du nicht darauf hingewiesen hättest, dass ich hier irgendwas zu tun habe. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Es klickert immer, dann kommt das Quietschen, dann kommt das Klappern. Nee, ich habe keine Ahnung. Bin absolut ratlos gerade. Ich gebe dir einen ganz leichten Tipp. Geh in die anderen Räume, da wirst du auch was hören. Mhm. Hier ist es so ein Quietschen, Türen klickern und ein Rasseln. Ist ja schon mal schön. Das höre ich sehr gerne. Habe ich ganze Langspielplatten mit voll. Ich bin schon längst auf MP3 umgestiegen, also mach dir keine Sorgen. Das ist quasi Quietschen, Rasseln, das Hörbuch. Ganz genau. Okay, dann vertraue ich mal darauf. Ich habe auch schon gedacht, dass es irgendwie im Nebenraum sein könnte. Das zu. Das mache ich jetzt, weil ich das erleichtert gerade sehr. Ich gehe eher hoch. Wir alle gehen lieber hoch. Wahrscheinlich, ja. Das stimmt noch nicht mal. Ich glaube, wir gehen alle lieber runter. Warum das denn? Weil es runter leichter ist als hoch, oder? Das mag sein. Aber mir geht es gerade darum, dass ich einfach oben erstmal alles untersuchen muss. Meine Güte, ey, das sind die schlimmsten Orte hier. Ha, oh Gott. Ja, jetzt hat sie mich wieder. Jetzt hat sie mich wieder erwischt, die böse, böse Tür. Meine Fresse, ist die hässlich. So, weg da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht nicht. Das ist nicht nett. Was haben die denn hier für Bilder? Da sind die Bilder meiner Tasche. Bilder. Oh, die sind nett. So. Da sind die Bilder meiner Tasche noch hübscher. Ja, sag mal, hier gibt's gar nichts in diesem Raum. Das kann auch nicht wahr sein. Na doch, es gibt in jedem Raum ein Geräusch. Na, ja. Das war's! Gefunden! Das Spülen war's! Hier ist kein Geräusch doch, zu hören. Doch, bleib mal in der Küche stehen und lausche mal. Moment. Ho! Oh. Das ist die Küche hier. Ich lausche. Irgendwo rauscht's. Hörst du das? Ah, das klingt wie ein Radio. Heißt, ich muss jetzt hier irgendwas finden? Muss mal gucken, ne? Irgendwo ist hier ein Radio, oder? Nee, ist kein Radio hier. Aber hier ist eine Wand. Ich kann irgendwas machen. Das ist der Fernseher. Meinst du, ne? Du weißt auch nicht mehr, oder? Ich weiß, was man hier machen muss, doch. Doch, doch, ich weiß es. Liegt doch was. Das ist ein böses Tablett. Gott, ey. Ich geh in einen anderen Raum. Geh erstmal in einen anderen Raum. Mike, ich will, du musst das echt rausschneiden. Den Kack hier. Wie ich hier total verzweifelt rumrenne. Jetzt meine ich, Rätsel sind nicht ganz so meins. Ja, ich hau jetzt ab hier.